Ja, willkommen im letzten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Haben wir es hier mit einem Rätsel zu tun gekriegt. Oh, cool. So, und ja, dann haben wir... Und, wir haben ein Rätsel gelöst. Haben wir wirklich ein Rätsel gelöst? Kann ich das so sagen? Ja, doch, kann ich so sagen. Weil für mich war es ein Rätsel. So. Jo. Und dann kann ich hier ranhangeln und zack. Geld. Geld. Habe ich hier noch was? Scheint nicht so. Oh oh. Komme ich jetzt hier rein, wo ich... Ja. Ja, wo sind wir hier? Das ist eigentlich mein Lieblingspart hier in dem Wassertempel. Davon hätte es ruhig mehr geben können, wie ich finde. Auch der nächste. Der Eingang hier ist zu. Dicke Eisenschankblöcke. Ja. Das. Greift er auch mal an. Nee, komm mir nicht zu nah. Hä? Willst du mich verarschen? Mein eigener Schatten. Der schwarze Hasana besiege deine schwarze Seele. Voll die roten Augen. Du blöder Bastard. Okay, ich kenne nur eine Taktik, um ihn zu besiegen. Das wäre dann... Nein, nein. Ach so, ja, so. Und so. Denn diesen... Das hat er nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn besiegen soll. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, gerade ihn zu treffen. Ich springe mit einem dämlichen Stahlhammer durch die Gegend. Aber der hat irgendwie auf einmal... Zack! Hä? Ah, jetzt greift er auch an. Okay. Du Spasti. Hä, warte. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn... Also irgendwie habe ich ihn viel leichter in Erinnerung. Aber... Oh Mann. Och nein, Mann. Also ich bin gleich tot. Nein, und tot. Wir wurden von unserer schwarzen Seele besiegt. Zum Glück haben wir drei Feen.
Alter. Ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Warum habe ich ihn so viel leichter in Erinnerung? Das ist einfach... Was soll ich denn da machen? Ja, das bringt ja herzlich wenig. Seht ihr, wir haben jetzt auf einmal auch gar kein Spiegelbild mehr. Nein, nein, leck mich doch. Wie hat man diesen Spinner besiegt? Ich weiß es nicht mehr. Nein! Hä, fick dich. Na los, weich aus. Nein! Ich bin zu blöd dazu. Der ganze Part geht einfach drauf. Oh Gott, bin ich blöde. Ich weiß es nicht mehr. Alter, ich weiß es nicht. Damit vielleicht? Soll ich den irgendwie blenden? Habe ich irgendein Lied der Befreiung gab's? Gibt's hier ja nicht. Nein, mit Liedern hat man ihn auch gar nicht besiegt. Ich bin doch nicht doof im Kopf. Mann! Ich bin doof. Ja, schön, wir können jetzt einfach so aufeinander einschlagen. Ich habe nur noch ein Herz und zwei Feen. Was? Was? Da müssen wir hier irgendwie... Ach, der Leck. Ah, warte. Vielleicht schaffe ich es ja noch in dem Part. Thank you.
Alter, langsam könnt ihr auch einfach drauf gehen, oder? Alter, wie viele hält er denn aus? Oh Mann, 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 das kann ja heiter werden. Aber finde ich einfach schon geil, dass man einfach so ging. Ich verstehe jetzt zwar nicht, warum ausgerechnet im Wassertempel, welchen Hintergrund das jetzt hat, dass man das ausgerechnet im Wassertempel gemacht hat, aber allein der, so, diese Idee, dass man so gegen sich selber spielt, ja, praktisch gegen die, sich selber, gegen so eine schwarze Seele von einem, allein die Idee finde ich geil. Hä, der hat doch irgendwie unendlich viele Leben. Nein, doch, geschafft! Ja! Ja! Geld? Booyah! Und in Wahrheit war das alles nur eine Illusion. So, und was hinter dieser Tür ist, das ist nicht was ganz Tolles. Was da dahinter ist, erfahren wir erst im nächsten Part. In diesem Sinne, mein Name ist Hasan, ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und somit bis zum nächsten Part. Ciao!